Also was ich damit sagen möchte, die Scharia ist nicht, wie manche heute denken, ne? Dass sie es darauf abgesehen hat, die Menschen zu peinigen. Deswegen freuen die sich, wenn sie irgendwelche, die prahlen sozusagen. Es gibt Gruppen, die prahlen damit mit diesen Hudud und haben, die positionieren sich und bla bla bla. Das ist nicht Sinn und Zweck der Scharia. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat immer versucht, soweit es geht, die Hudud irgendwie abzuhalten. Und deswegen sagen die Fuqaha auch, das ist ein ganz interessanter Punkt, wir sind eigentlich vom Thema abgeglitten, aber die Fuqaha erwähnen, basierend auf einige Ereignisse mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dass wenn jemand kommt und ein Eingeständnis ablegen möchte, beim Qadi oder so, und er sagt beispielsweise, asabtu haddan, wie zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam gesagt worden ist, kam eine Person zu ihm und sagte, asabtu haddan lillah fa aqimhu alay. Ich habe einen Had begangen. Er meinte damit eine Sünde, die ein Had erfordert. So vollstrecke es über mir. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat nicht gefragt, was. Er hat nämlich allgemein geredet, dieser Mann. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat nicht nachgegraben. So, sag mir was, hast du Sinn gemacht? Hast du gestohlen? Hast du jemanden verleumdet? Hast du jemanden umgebracht? Hat er nicht gefragt. Warum? Denn solange er eine Sünde nicht sozusagen, eine explizite Sünde erwähnt und eingesteht, kann man ihm ja nichts vorwerfen, wofür man ihn peinigen muss. Er hat versucht, das abzuhalten. Und er hat gesagt, er hat ihn gefragt, hast du das Gebet mit uns gebetet? Das Gebet, was wir eben gebetet haben. Und sagt er ja, dann sagt er, geh nach Hause, Allah hat dir vergeben. Warum? Er wollte ihn abhalten. Oder ebenfalls die Person, die zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam kam und eingestanden hat, dass er mit einer Frau was hatte. Und dann sagt er, vielleicht hast du sie nur geküsst, vielleicht hast du sie nur umarmt. Er wollte ihn abhalten vom Eingeständnis, dass er wirklich Zina begangen hat. Das heißt, die Scharia ist nicht, ich sag mal jetzt in Anführungsstrichen, wie, das Wort passt einfach zu der Vorstellung von manchen, sie ist nicht geil danach, ja, die Menschen zu peinigen. Sie hat es nicht darauf abgesehen. Die Hudud in der Scharia sind Zawajir sagen sie, und Mukaffirat. Also, das heißt, sie sollen die Menschen vor den Sünden abscheuchen, verscheuchen. Und sie sollen sie von ihnen bereinigen. Es geht hier nicht nur darum, einfach einen Menschen zu peinigen. Die Sünden der Scharia haben auch, ich nenne es mal, pädagogische Ziele. Den Menschen zum Besseren zu machen. Und die Gesellschaft zum Besseren zu machen.